Am 19. Februar 1997 zieht 101001 ihren ersten planmäßigen Zug. Im Frühjahr 2012 hält sie mit einem IC im Bahnhof Südkreuz in Berlin. Die Hochleistungs-L-Lok dominiert heute den schnellen Reisezugdienst bei der DB. 145 Stück sind von 1996 bis 1999 bei Atrans in Kassel gebaut worden. Exakt genauso viele wie von der Baureihe 103, die mit jeder neuen 101 nach und nach abgelöst wurde. Ursprünglich war die 101 als Universallok geplant. Doch die Gründung der Deutschen Bahn AG und der damit verbundenen Trennung von Güter-, Nah- und Fernverkehr ließ die 101 zur Schnellzuglok werden. Die kastige L-Lok basiert weitgehend auf der Versuchslok 12X der AEG. Bei einer Leistung von 6400 Kilowatt ist die Drehstromlokomotive für eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h zugelassen. Aber nicht nur zum Schnellfahren wird die Leistung gebraucht. Bergstrecken wie hier im Frankenwald fordern die L-Lok. Die ebene Außenhaut ohne viel Schnörkel eignet sich hervorragend als fahrender Werbeträger. Einige Zeit lang ist eine 101 als Aspirin-Lok unterwegs. Durchfahrt in Probstzella. Ab August 1999 macht eine neue Zuggattung von sich reden, der Metropolitan. Der exklusive Zug soll zwischen Hamburg und Köln betuchte Fahrgäste befördern. Zwei neue Zuggarnituren mit jeweils 7 Wagen werden ins Rennen geschickt. Gezogen von L-Loks der Baureihe 101 sind die Züge für 220 km/h zugelassen. Innen unterscheidet sich der Metropolitan deutlich von herkömmlichen IC- oder ICE-Wagen. Die luxuriöse Ausstattung mit Holzverkleidungen und Ledersitzen soll den Fahrgästen mehr bieten als sonst. Dazu gehört auch der Service am Platz. Zu Hause ist die 101 im BW Hamburg Eidelstedt. In die Halle rollt 101 131. Nach der Einstellung des Metropolitan-Betriebs im Jahre 2004 ist sie wieder in verkehrsrot lackiert worden. In der modernen ICE-Halle in Eidelstedt werden alle erforderlichen Fristarbeiten vorgenommen. Etwa alle 100.000 Kilometer müssen die Loks auf Herz und Nieren geprüft werden. Wie bei allen modernen L-Loks sind Antrieb und Steuerung rechnergestützt. Per Laptop wird der Fehlerspeicher ausgelesen. Auch die Bedienung ist deutlich einfacher geworden. Der Lokführer bedient nur noch einen Fahr- und Bremshebel.
Aber trotzdem gibt es noch mechanische Teile, die eben von Zeit zu Zeit gewartet werden müssen. Dazu gehören auch die Fahr- und Bremshebel. Die E-Lok ist fertig und bügelt wieder auf. Sie fahren. 101, 135 kann nun wieder auf Strecke gehen. Bleiben wir in Hamburg. Die ehemaligen Metropolitan-Garnituren sind heute kaum noch zu erkennen. Im gängigen IC-Farbschema lackiert, rollen sie heute als normale IC-Züge durch die Lande.